gibt eine Geschichte von einem Priester, der so eine Art mystische Erfahrungen gehabt haben sollte, der vor einigen Hunderten von Jahren gelebt hat. Und eines Tages wird er eingeladen zu einem Kriminellen, der zum Tode verurteilt worden ist. Und er nimmt seine Beichte ab. Und nach dieser Beichte von diesem Menschen, der ja ziemlich alles gemacht hat, was man sich nur so vorstellen kann, kommt er zu Jesus in einer mystischen Erfahrung und er soll ihn dann gefragt haben, Jesus, von all diesen furchtbaren Dingen, was dieser Mann gemacht hat in seinem Leben, von diesen schrecklichen Ereignissen, von diesen Verfehlungen, dass er begangen hat, was hat dich am meisten verletzt? Und Jesus soll ihn angeschaut haben und gesagt haben, ich weiß es nicht, er hat es gebeichtet. Das heißt, wenn Gott vergibt, dann vergibt er wirklich von ganzem Herzen. Es ist nicht wie wir, die, wenn wir jemanden vergeben oder sagen, dass wir vergeben haben, zu einem gelegenen Augenblick doch immer wieder das auf den Tisch hauen oder unter der Nase schmieren von diesen Menschen. Gott ist so anders. Gott tut nicht die Sünde, die ich ihm in der Beichte bringe, hinter seinen Rücken schmeißen. Er tut sie nicht unter den Teppich kehren oder in der Ecke stellen, sondern er vergibt wirklich vom ganzem Herzen. Die existiert nicht mehr, diese Sünde. Sie wird in den göttlichen, nicht nur in den göttlichen Mülleimer geschmissen, sondern sie wird in den göttlichen Ofen der Barmherzigkeit hineingeworfen und verbrannt. Und wenn Jesus zu uns sprechen würde nach einer Beichte und wo ich dann zu ihm kommen würde und wenn ich ihm dann fragen würde, Herr, es tut mir immer noch so weh und es tut mir, ich kann, irgendwie habe ich dieses Gefühl, dass, wie kann das sein, dass ich das gemacht habe? Ich kann nicht wirklich glauben, dass du mich noch liebst nach dem, was ich gemacht habe. Dann würde mir genau das Gleiche sagen. Hä, wo, oder lieber mein Sohn oder meine Tochter, worüber redest du? Ich habe das schon wirklich längst vergeben, aber vielleicht hast du dir selber nicht vergeben. Und das ist, was halt manchmal passieren kann durch unseren Stolz, dass der Herr uns schon lange vergeben hat. Aber dass wir uns selber nicht vergeben. Wenn ich jemand liebe, dann natürlich werde ich ihn um Verzeihung bitten, auch für die Kleinigkeiten. Weil für die Liebe ist alles groß, alles eine Gelegenheit, den Geliebten zu zeigen, dass ich ihn liebe. Aber ich werde nicht 100.000 Mal um Verzeihung bitten, nicht jede 5 Minuten sagen, hör mal, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Warum? Weil derjenige, der mir sagen wird, hör mal, ich habe dir schon 1.000 Mal vergeben, aber du vergibst dir nicht selber. Und das ist vielleicht gerade auch die Einladung in diesem Evangelium, das wir heute hören von dem verlorenen Sohn, wo wir sehen, wie der Vater wartet sehnsuchtsvoll, dass der Sohn zurückkommt und ihn schon von Weitem sieht. Da kann man sich vorstellen, nicht damals gab es keine Brillen. Und es ist nicht der Sohn, der junge Sohn, der den alten Vater sieht, sondern es ist der alte Vater, der den jungen Sohn sieht. Und es ist nicht der Sohn, der dem Vater entgegenläuft, sondern der Vater läuft dem Sohn entgegen und fielt ihn über um den Hals herum, nimmt ihn in seine Arme und vergibt ihn vom Herzen. Und das ist so ein schönes Bild für was passiert in der Beichte. Nicht, dass Gott uns von Herzen vergibt, dass er sagt, es existiert nicht mehr, was du mir vorgebracht hast. Und glaub an meine Liebe, glaub wirklich daran, dass du jetzt vergeben bist, dass du neu anfangen kannst, dass du wieder Sohn oder Tochter sein darfst. Und dieses Glauben, dieser Glaube an die Barmherzigkeit Gottes ist, was ich euch wünsche und auch mir selber.